Willkommen zu meiner Nuzlocke, zu Pokémon Feuerrote Edition. Wir haben es gerade schon gesehen, es ist im Jahre 2004 erschienen, von Game Freak entwickelt. Und wir werden begrüßt von einem Einleitungskampf zwischen Gengar und Nidorino. Und warum auch immer greift Gengar physisch an, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber na gut, hier haben wir es doch mal. Das fette Glurak und Pokémon Feuerrote Edition. Nuzlocke. Und ja, ich hatte ja schon mal vor einer ewig langen Zeit. Und sorry, ich muss mal kurz was schließen. So, dann deaktiviert sich das Fenster immer kurz. Vor einer ewig langen Zeit hatte ich meine Nuzlocke zu Pokémon Weiß gemacht. Die ich allerdings nicht empfehlen würde anzuschauen. Das war eines meiner ältesten Projekte und war nicht gerade mein Bestes. Aber jetzt möchte ich jetzt nochmal erneut versuchen mit Pokémon Feuerrot. Zu den Regeln möchte ich nicht viel sagen, denn ihr seht mal unten links so eine kleine Anmerkung und auch in der Beschreibung seht ihr nämlich dann die ganzen Regeln oder eben auch verlinkt in einem extra Video, wo ich das eben nochmal ausführlicher beschreibe. Und jetzt beginnt das Spiel wieder von neuem. Yay. Okay. Dennoch würde ich sagen, wir fangen an. Und ja, wir haben hier eine Knopfbelegung. Wir haben in diesem Spiel als einziges Pokémon-Spiel tatsächlich mal ein richtiges Tutorial. Und ja, Steuerkreuz, ja, A bestätigen, B beenden. LR, dann kann man nochmal die Hilfe aufrufen. Die Welt, in die du jetzt gelangst, wow. Drittes Wort, schon Lesefehler, wow. Die Welt, in die du jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer bescheren, in dem du der Held bist. Rede mit den Leuten und überprüfe Dinge, wo immer du bist, in Städten, auf Straßen oder in Hüllen. Sammle überall Informationen. Neue Wege, what the fuck. Ich und meine Vorleseskills, ne? Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von anderen herausgefordert und von wilden Geschöpfen angegriffen. Ja, manchmal ist gut. Sei tapfer und lass dich nicht beirren. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Hauptziel. Ich kann auch in dem Spiel durchkommen, ohne mit allen Charakteren zu sprechen. Drücke den A-Knopf, um das Abenteuer zu beginnen. Okay, dann fangen wir mal an. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Ich lese es so schnell, wie das Texttempo es mir vorgibt. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Und ja, damit Nidoran. Für manche sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Okay. Studieren als Beruf? Na gut. Okay. Hätte ich auch gern. Würde auch gerne mit meinem Studium Geld verdienen. Hätte ich jetzt nichts mit gegen. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen, weil ich kenne es normalerweise so, dass man erst nach dem Studium hoffentlich Geld verdient. Und nicht während, obwohl das schon geil wäre. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Denn das kann ich nicht erkennen. Aber ich spiele einfach mal... Obwohl, ich mag das Design von dem Mädchen sehr. Ich spiele trotzdem mal den Jungen. Weil da kann ich wieder meinen typischen Namen nehmen. Wie lautet dein Name? Denn der ist mir gerade auch entfallen. Denn da kann ich jetzt so machen wie sonst immer und nenne mich einfach Gary. So. Könnte ich mich jetzt auch einfach Rot nennen, dann haben wir es ziemlich originell. Aber ich denke, Gary passt da besser. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Ich kann den Namen meines eigenen Enkel nicht mehr wissen. Grün, Gary, Hugo. Ich könnte Grün nehmen, werde ich auch nehmen, aber ich werde etwas abändern. Nämlich bevorzuge ich da lieber den englischen Namen, nämlich Green. Weil ich habe das Gefühl, sonst kommt ein bisschen Verwirrung manchmal auf in manchen Szenen. So, Green. War es Green? Irwin hat denn einen so bescheuerten Namen gegeben? Green, stimmt, es lag mir auf der Zunge.
Das würde der auch sagen, wenn man ihn Arschloch nennt oder so. Gary, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Okay, das hört sich ja gut an. Und damit sind wir jetzt hier am Zocken. Gary spielt NES. Das ist jetzt hier praktisch Zockception. Wir spielen hier ein GBA-Spiel, während wir NES spielen. Okay, die Reise kann beginnen. Okay, was auch immer der da gespielt hat. So, jetzt machen wir das Erste, was man tun sollte, sobald man ein Spiel startet. Hier haben wir allgemein unser ganzes Menü. Wir können noch kurz unsere Trainer-Card angucken. Wir haben 3000 Poké-Dollar, Spielzeit 00. Und hier ist noch anderes Zeug. Aber es kommt erstmal das Wichtigste. Texttempo auf 3. Und laut den Nuzlocke-Regeln muss ich den Kampfstil auf Folge haben. Und Ton mache ich mal auf Stereo, weil ist geiler. Knopfbelegung, L gleich... Ja, obwohl, dann mache ich lieber L gleich A. Ja, obwohl, nee, lieber Hilfe, weil nachher drücke ich wieder versehentlich was weg. Und ich mache es passend dem Kanal-Layout hier, beziehungsweise diesen Video-Layout, dass ich dieses Motiv nehme, denn das passt ja zu Pokémon Feuerrot. Und dann das nächste, was man als erstes machen sollte in den ersten drei Generationen, den PC einschalten und das Item mitnehmen, denn da liegt ein Trank drin. Ganz wichtig, sollte man immer machen. Kann ich da noch irgendwas sehen? Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Okay. Das ist eine schön gefertigte Anrichte. Es passen eine Menge Sachen hinein. Okay, sogar ein Fahrrad. Eine Nachricht. Wenn du nicht weiter weißt, rufe das Hilfemenü durchdrücken. Ach genau, das war... Stimmt, das ist eine Neuerung. Ich kann einfach auf ein Objekt zugehen und muss noch nicht mal A oder B drücken. Das ist... beziehungsweise noch nicht mal A drücken. Das ist geil. Das ist richtig cool hier. Richtig, irgendwann gehen alle Kinder fort, mein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Und ja, das macht man in der Regel auch schon, wenn man 10 Jahre alt ist. Im Fernsehen läuft ein Film. 4 Jungen laufen über ein Bahngleis entlang. Den Film kenne ich schon. Ich mache mich besser auf den Weg. Irgendwie spricht der Charakter so ein bisschen in diesen Szenen, wenn man Objekte anspricht. Die Teller sind ordentlich aufgeräumt. Es riecht lecker. Jemand muss hier gekocht haben. Okay. Und wir kriegen nichts davon ab. Wir werden einfach mit leeren Magen rausgeschickt. Alabastia, die Anfangsstadt. Alabastia, dich erwarten aufregende Abenteuer. Was haben wir da? Hm, ist das richtig? Oh, seh nur. Drücke starten, um das Menü aufzurufen. Haben wir gerade schon gemacht. Und hier ist Wasser, okay. Was willst du? Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Ja, wie auch immer man Pokémon oder irgendwelche Objekte in Daten umwandeln kann und die woanders hinpacken kann. Haus von Green. Ja, den Rivalen direkt nebenan. Das ist schon... Naja. Hallo Gary. Green wartet in Opas Labor. Okay, und damit wissen wir auch schon, dass Green der... Obwohl, ach, wir wissen das ja schon aus der Anleitungssequenz, dass Green der Enkel von Professor Eich ist. Da ist er auch schon. Hallo Gary, Opa ist gerade nicht da. Für Scheiße, ey. Ja, und Green ist einer der Rivalen, was eigentlich nur so richtig in den ersten zwei Generationen präsent war. So einer der Rivalen, die so ein bisschen frech mal sind und wo man mal nicht eben der beste Homie von denen ist. Ich bin Professor Eichs Assistent. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Okay, und wer bist du? Professor Eich ist eine Kapazität auf dem Gebiet der Pokémon. Unter Pokémon-Trainern genießt er ein sehr hohes Ansehen. Ich bin Professor Eichs Assistent, ich studiere mit ihm die Pokémon. Das hat dein Kollege gerade auch schon gesagt, genau denselben Satz. Die sprechen sich bestimmt immer ab, was die sagen sollen, wenn mal irgendjemand hier vorbeikommt. Okay, gehen wir mal los, weil... Ja, werden wir nicht machen können. Und jetzt beantwortet mir mal eine Frage. Wo kommt der her? Wir sind jetzt durchs ganze Dorf hier gelaufen. Jeden Haus waren wir. Wir waren überall, in jede Ecke. Wo kommt der her? Steckte der in einen von den Bäumen oder ist er irgendwie durchs Wasser hingeschwommen oder so? Aber es hängt auch keinen Sinn, weil seine Kleidung ist trocken. Oder hat er durch irgendein Pokémon ist er hier hingesurft oder keine Ahnung. Beantwortet mir das bitte. Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Ach, das ist so schön. Endlich mal wieder schnelleres Texttempo. Danke, dass du mich davor gerettet hast.
Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Okay. Dann folgen wir dem mal. Also ich habe hier auch so ein paar Planungen mit diesem Let's Play, wie es ablaufen wird. Es wird auch nicht nur Nuzlocke sein. Es hat auch so ein paar andere Anlässe und so ein paar Sachen, die ich damit vorhabe. Aber da komme ich so im Laufe noch drauf zurück. Ey, Opa, ich will nicht länger warten, ey. Green, lass mich nachdenken. Ach, richtig, ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Gary, dort liegen drei Pokémon. Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur noch drei Pokémon übrig. Hä? Warum hat er die irgendwie alle verloren im Laufe der Jahre? Oder macht Professor Eich selbst eine Nuzlocke und hat alle verloren bis auf die drei? Wer weiß. Aber ich gebe dir eines ab. Wähle! Halt, Opa, ey, was ist mit mir, ey? Hab ein wenig Geduld, Green. Auch du sollst eines bekommen. Ja, wie wir einfach mal seinen eigenen Enkel vorgezogen werden. Wir haben die Auswahl zwischen... Achso, ich sollte einen Schritt vorgehen. Bisasam, es ist leicht zu trainieren. Pflanzen-Pokémon. Shigi, es ist das Training wert. Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Nee. Wo aber das Training schon mehr wert ist, ist dieses Pokémon hier. Und für dieses entscheide ich mich auch. Es war lustig, dass wir dasselbe jetzt auch schon in Pokémon Super Mystery Dungeon hatten. Aber ich nehme Glumanda trotzdem. Und wir erhalten Glumanda. So, jetzt kommt schon mal mein Problem. Ich bin verdammt schlecht darin, mir Spitznamen auszudenken. Ich habe überlegt, was für einen Spitznamen soll ich dem geben. Mir ist keiner eingefallen. Beziehungsweise... Ja, oder... Ja doch, ich glaube, den nehme ich. Nur so Feuer-Pokémon, Feuerwesen. Ja doch, das passt. Das nehme ich. Nehme ich einen Charakter, den ich sehr cool finde, der auch was mit Feuer zu tun hat, nämlich Axel. Lustig, dass ich schon wieder einer der Haupt-Pokémon in einem Pokémon-Spiel nach dem Kingdom Hearts-Charakter benenne. Muss ich echt mal zum Running Gag machen. Ey, ich nehme dieses hier. Green erhält Shigi. Na gut, er hat das Bessere von den beiden genommen, die noch da sind. Mein Pokémon sieht viel stärker aus. Wollen wir mal sehen. Wir können uns mal unser Glumanda jetzt mal anschauen, unser Axel. Es hat schon mal 20 KP, das ist, glaube ich, ganz gut. Pfiffig, na, das ist, glaube ich, nicht so geil. Großbrand und Sets sind ganz nett. Und es kann Kratzer und Heuler. Nicht gerade die besten Attacken. Obwohl, ich muss auch kurz gucken, Kratzer. Okay, Genauigkeit 100, das wollte ich nur wissen. Na gut, dann haben wir jetzt damit unseren Starter und dann kommen wir doch jetzt ins hohe Gras. Dann gehen wir mal. Ey, warte, Gary, lass uns unsere Pokémon testen. Kommt schon, ich fordere dich heraus. Wie jetzt hier im Labor, wo hier überall Chemikalien rumstehen und Bücher und alles zerstört werden könnte? Ey, ich bin ein Arschloch, mir ist sowas scheißegal. Okay, damit beginnt der erste Kampf gegen unseren Rivalen. Green. Oh boy. Okay, wir setzen Axel ein und wie gesagt, das ist das einzige Pokémon-Spiel, das tatsächlich mal ein Tutorial hat. Aber ich werde es überspringen. Ich werde es zwar hier anzeigen lassen, aber ich werde nicht groß drauf eingehen, weil ich glaube, jeder von uns kennt das Prinzip von Pokémon und wenn nicht, erkläre ich es lieber von selbst. Es erklärt sich auch an sich von selbst. Aber okay, es ist eine nette Sache. Man merkt auch, man will mit diesem Spiel auch mehr die ganzen Neueinsteiger noch dazu holen. Und es ist auch wirklich sehr einsteigerfreundlich gemacht. Und so, dann greifen wir mal an. Ich würde sagen mit Kratzer. Ich glaube, bei dem Kampf ist es am besten, einfach mit Kratzer drauf zu hauen. Da fällt mir übrigens noch eine wichtige Regel ein, die ich in meinen Nuzlocke-Regeln noch nicht richtig erläutert habe. Nämlich, die Nuzlocke-Regeln, die treten erst in Kraft, sobald ich die ersten Pokébälle bekommen habe. Muss ich noch dazu sagen, weil es können sonst nämlich sehr unfaire Dinge geschehen, weil es kann passieren, dass man, wenn man nur ein kleines bisschen Pech hat, diesen Kampf nicht gewinnen kann. Aber es sieht im Moment sehr gut für uns aus. Ja, komm schon, jetzt mach ihn klein! Natürlich ist es mal besser, diesen Kampf zu gewinnen, weil dann kriegen wir schon direkt am Anfang ein Level up und auch sehr viele Erfahrungspunkte. Sehr schön.
Das sei nämlich noch dazu gesagt. Es kann allgemein sein, dass man außerhalb der Regeln, dass ich vielleicht noch irgendwas noch dazu ergänze, was mir vielleicht im Laufe erst einfällt als Regel. Oder vielleicht gibt es irgendeine Regel, die ich noch ein bisschen verstärken will oder lockern will. Das merke ich dann ja im Laufe der Nuzlocke. Die werden dann aber auch in der Videobeschreibung dann entsprechend auch immer aktuell gehalten. Ja, okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Zufrieden? Hey, Gary, Opa, wir sehen uns später. Naja, wenigstens will er uns nicht später riechen, so wie man es sonst von ihm kennt. So, ist mein Pokémon geheilt wenigstens? Sehr schön. Gut, damit können wir nun unsere Reise antreten. Wie gesagt, wir haben noch nicht die Möglichkeit, Pokémon zu fangen. Damit treten noch nicht die Nuzlocke-Regeln in Kraft. Das heißt, im Moment ist es doch ein gewöhnliches, normales Pokémon Feuerrote Edition Let's Play. Das heißt, dieses Pokémon wird jetzt nicht durch die Lappen gehen können. Und es ist ein Taubsi. Weil das wäre sonst ein bisschen unfair. Weil, wie gesagt, ich habe ja keine Möglichkeit, es zu fangen. In den späteren Spielen, zum Beispiel in XY war das und auch in Schwarz und Weiß, da ist das was anderes, weil da kriegt man die Pokebälle nämlich dann auch schon vor der ersten Route, beziehungsweise vor dem ersten Grasfeld. Da kann man das dann einfacher machen. So, was willst du denn? Hey, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Gut, Tank erhalten. Und an sich ist auch die Frage, warum spiele ich jetzt auf einmal Pokémon Feuerrot? Und warum als Nuzlocke und wie komme ich drauf und so? Ich möchte das so kleinen Anlass auch zum 20-jährigen Jubiläum von Pokémon gerne nehmen. Siehst du diese Stufen hier? Du kannst nicht draufklettern, hinaufklettern und dafür aber herunterspringen. So kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Sehr gut. Und zwar habe ich vor, nicht nur Pokémon Feuerrot als Nuzlocke durchzuspielen, sondern von jeder Region ein einzelnes Spiel. Das heißt, als nächstes würde zum Beispiel Pokémon Heart Gold kommen oder Soul Silver, je nachdem. Wahrscheinlich aber Heart Gold. Tipps für Trainer, die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte AP limitiert. Um die AP wieder aufzufüllen, musst du die Pokémon in ein Pokémon-Center bringen. Okay. Und entsprechend suche ich mir dann immer ein bestimmtes raus. Was ich vielleicht nur rauslasse, sind Omega Rubin Alpha Saphir, weil ich habe noch ein Alpha Saphir Let's Play. Das ist noch nicht allzu lang her. Und ja, hier haben wir das Pokémon Center. Das werden wir noch oft aufsuchen. Wir werden diesen Raum noch oft sehen. Wahrscheinlich werde ich dann aber als Ersatz dann Pokémon Smaragd nehmen. Dann wäre danach Pokémon Platin dran. Dann Pokémon Schwarz. Pokémon Schwarz 2. Dann wahrscheinlich noch Y. Und na gut, und dazwischen wird wahrscheinlich noch Pokémon Mond noch irgendwann mal gekommen sein, was aber natürlich dann als reguläres Let's Play kommt. Im Pokémon Center kannst du müde, verletzte und besiegte Pokémon heilen. Habe ich gerade schon gemacht. Ich habe übrigens gerade den Text nicht vorgelesen, einfach aus Gewohnheit. Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon Center, dort wandelt man deine Pokémon kostenlos. Ja, ich frage mich mal, wie die sich finanzieren. Du kannst die PC in der Ecke dort drüben benutzen. Darauf hat man mich am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Das stimmt. Wir können noch nach oben, aber da wird nicht viel Interessantes sein. Ich kann es nur mal zeigen. Hier ist nur so Drahtloszeug, Tauschzeug und viel ist hier nicht los. Und wie gesagt, es spricht ja auch den Regeln und ist jetzt gerade technisch für mich eh nicht möglich. Habe ich mit dir schon geredet? Möchtest du etwas über die zwei Pokémon-Raupen erfahren? Ja. Raupi ist nicht giftig, aber Hornio. Achte auf seinen Giftstachel. Und hier haben wir noch den Markt. Was hat es denn hier mit auf sich? Hey, kommst du aus Alabastia? Professor Eich schickt dich, oder? Ach so, genau, da war ja noch was. Wir sollten ja noch was abholen. Eine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Genau, Eichs Paket haben wir damit erhalten. Und wir können trotzdem mal noch allgemein hier vorbeischauen. Was, ich kann nichts kaufen? Ich muss Tränke kaufen. Man weiß nie, wann ein Pokémon schnell geheilt werden muss. Das stimmt. Dieser Laden führt viele Gegengifte. Ja, die sind auch sehr praktisch, denn die werden auch sehr früh schon gebrauchen in diesem Spiel. Genauso wie Paraheiler und was nicht alles. Man merkt, also ich kann tatsächlich nicht rein. Man merkt, ich nehme auch einiges schon vorweg. Also ich...
Ich denke schon, dass ich voraussetzen kann, dass so gut wie jeder das Prinzip von Pokémon kennt und es vielleicht selbst mal irgendwo gesehen hat oder selbst gespielt oder vielleicht sogar gesuchtet hat. Deswegen werde ich dann auf vieles nicht mehr groß eingehen oder es eben voraussetzen. Trotzdem werde ich aber mit dem Spiel mit möglichst allem interagieren, gegen jeden Trainer kämpfen. Also jetzt nur, dass eine Nuzlocke ist, werde ich jetzt keinen Content auslassen. Und ansonsten, wie gesagt, es soll eben wie ein normales Pokémon-Let's Play sein. Weil ich wollte schon immer gerne mal mehr Pokémon auf diesem Kanal haben, weil Pokémon ist ein geiles Franchise. Ich liebe Pokémon über alles, ob Edition, ob Spin-Offs. Und jetzt haben wir noch Glut erlernt und damit sind wir richtig übermächtig. Und ich glaube auch, ihr mögt Pokémon wirklich sehr gern und da passt es ja gut zusammen. Ne, zwei Lobe, ein Gedanke so ungefähr. So, dann darf ich wieder zurück zu Professor Eich. Und warum ich mich jetzt dazu entschieden habe, daraus eine Nuzlocke zu machen, da würde ich gerne beim nächsten Mal drauf eingehen. Aber zuerst geben wir Professor Eich das Paket. Hallo Gary, wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich. Und wir übergeben das Paket. Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Auch wenn nie geklärt wird, was aus dem wird. Redcon und so. Vielen Dank. Opa, ey! Ey, warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Ja, ich habe Pokewiki. Auf jeden Fall, das ist der Pokédex. Der weiß viel mehr als dein dummes Internet. Gary, Green, diese beiden sind für euch. Das ist doch alles Neuland. Ihr nehmt diesen Pokédex, reißt es um die Welt. Ihr braucht euer Kack-Internet nicht. Das ist viel effektiver, dieses Ding. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Auch euer Internet reicht da nicht. Doch. Nein. Du musst sie auch fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Und damit erhalten wir 5 Pokébälle. Und damit beginnt nun dieser Nuzlocke offiziell. Taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach ein Pokéball und versuche es. Doch du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell. Man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war schon immer mein Traum. Ja, aber dieser Traum wurde doch schon längst erfüllt. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Werde ich dafür wenigstens ordentlich bezahlt und hier Kinderarbeit und so? Bezahlung? Guck mich doch mal an. Wovon soll ich mich finanzieren? Ich studiere, als ob ich dabei Geld verdiene. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar. Achso, alles klar, Opa, überlass es ruhig mir. Ey, Gary, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht, ey. Ey, genau, ich leih mir einfach die Karte meiner Schwester. Und die soll dir keine geben, Gary. Ja. Oh mein Gott, er ist voll evil. Da müssen wir schnell hinterher, wir müssen seinen Wahnsinnsplan stoppen. Nein, Green darf nicht besser sein als wir. Wir müssen uns trotzdem eine Karte holen. Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Ja, schön, dass sie mal einfach völlig das ignoriert, was ihr Bruder ihr sagt. Das ist sehr schön. Und ja, damit haben wir jetzt auch die Karte und den Pokédex, der hier ziemlich interessant gehandhabt ist. Von A bis Z, Wald, numerisch. Ja, der ist hier ziemlich interessant. Obwohl der jetzt zum Beispiel in Rubin Saphir meiner Meinung nach besser war. Trotzdem gehen wir nochmal ganz kurz in unser Domizil und lassen uns von unserer Mutter heilen, beziehungsweise unsere Pokémon. Und ja, damit haben wir nun ein geheiltes Glumanda. Wir haben jetzt Pokébälle und die Nuzlocke beginnt damit offiziell. Allerdings, bevor wir dann nun unser erstes Pokémon bekommen, beende ich dann hier den Part. Und wie gesagt, beim nächsten Mal geht es dann richtig los und
ich hoffe, ihr seid auch gespannt auf dieses Projekt und euch hat dieser Part gefallen und seid noch weiterhin dabei. Und bis dann!